zusammenrücken. So ist es gut. Genossin, die Mütze sitzt nicht richtig. Ja, so, Achtung. Du, hör mal, ist überhaupt mein Kopf drauf oder soll ich lieber ein bisschen runtergehen? Nein, bleib oben. Lächeln und bewegt euch nicht. Brüder, Volk von Jugoslawien, Serben, Mazedonier, Kroaten, Slowenen, Montenegriner, Mohammedaner. Dieses Jahr 1943 ist entscheidend für unsere Republik. Es lebe die Republik! Kämpfen wir zusammen mit unseren Alliierten, den Sowjets, Engländern und Amerikanern. Oh, den Alliierten! Es lebe Tito! Es lebe Tito! Wie wir vorhin zur Lagebesprechung zur Stelle. Morgen, meine Herren. Meine Herren, der Plan Weiß ist Ihnen allen ja wohl hinreichend bekannt. Das Führerhauptquartier hat den Beginn der Operation befohlen. Wir haben also noch den heutigen Tag und die heutige Nacht. Morgen früh geht's los. So, meine Herren, also hier in der Mitte ist das von den Partisanen besetzte Gebiet. Fangen wir mal gleich beim Osten an. Oberst Reichetal. Sie greifen mit Ihrer Division in breiter Front an. Ebenfalls die Gruppe Anacker und die 717. Division. Standartenführer Mühleneisen. Sie greifen mit Ihrer Division vom Westen her an. Angriffsziele hier und hier. Vom Süden kommen die Italiener, unsere Freunde mit zwei Divisionen. Und dazu kommen noch 18.000 Chetniks. Sie, Oberst Grenzer, greift mit Ihrer Division und den Ihnen unterstellten Ustascha-Verbänden von Norden her direkt das Zentrum des Tito-Staates an. Jawohl, Herr General. Sind Ihre Einheiten schon an den Ausgangsstellungen? Noch nicht, Herr General. Wir sollten ja auch erst um 20.30 Uhr da sein. Ja, das wär's, meine Herren. Vielleicht wollen Sie jetzt eine Zigarette rauchen. Herr Tito wird sich an allen vier Fronten verteidigen müssen, wenn er seine Verwundeten retten will, und das sind viele Tausende. Er wird also versuchen, dort zu bleiben, wo er jetzt steht. Und was Besseres kann uns gar nicht passieren. Wir haben jetzt endlich einmal die Chance, mit diesem ganzen Partisanen-Zinnober aufzuräumen. Sie denken an eine Invasion, Herr General. Sehr richtig, Grenzer. Sie wissen ja wahrscheinlich alle, dass die Engländer und Amerikaner an eine Invasion auf dem Balkan denken. Wir müssen unbedingt versuchen, mit diesen Brüdern hier Schluss zu machen. Dann ist der ganze Balkan fest in deutscher Hand. Und die Alliierten werden sich ihre Invasion schwer überlegen müssen. Danke sehr. Ja, meine Herren. Das ist kein Krieg von Soldaten gegen Soldaten, sondern es ist ein, wie haben Sie es immer genannt, Grenze? Hintertreppenkrieg, Herr General. Sehr richtig, Hintertreppenkrieg. Gegen Heckenschützen, Kinder und Zivilisten, und deshalb der Führerbefehl. Keine Rücksichtnahme, es werden keine Gefangenen gemacht. Herr General, die Italiener. Ja, die Italiener sollen jetzt kommen. Denken Sie daran, meine Herren. Jeder Partisan, den Sie aus Sentimentalität verschonen, arrangiert sich vielleicht an der nächsten Straßenecke für Ihre Gefühlsduselei mit einer Handgranate oder ein paar Schüssen aus einer Maschinenpistole. So, das wär's. Hals- und Beinbruch, meine Herren. Grenzer, Sie werden es ja besonders schwer haben. Machen Sie es mal gut. Oh, Generale. Come va? Buongiorno. Alors, mon cher, si vous voulez bien, je vais me permettre de récapituler le plan d'action. Ah, buongiorno, amici. Signor Capitano,
Signor Capitano, wo werden wir eingesetzt? Hier ist verdammt dicke Luft. Dicke Luft nennst du das? Die haben wir erst in dem unbesetzten Gebiet auf Partisanenjagd gegeben. Unsere Einheit wird als erste bei der Säuberungsaktion eingesetzt. Warum als erste? Dumme Frage. Weil es so befohlen ist. Die Partisanen kämpfen um ihr Leben und um ihr Land. Wir sind über sie hergefallen. Capitano Rossi. Colonello? Beeilen Sie sich, wir sind viel zu spät. Noch bevor es Nacht wird, müssen wir in Pozzo sein. General Morelli ist schon im Anmarsch auf Pozzo. Colonello? Post. Position durchgeben. Anton 1, Anton 1, kommen! Bitte kommen! Wir hören 3. An Position 4 erreichen! Gott sei mit euch! Chetnik! Die Stunde der Entscheidung ist gekommen, meine Brüder! Wir befreien unser Vaterland mit Gottes Hilfe. Ihr habt geschworen, euer Haar und eure Bärte erst wieder zu schneiden, wenn dem Partisanenstaat dieses Tito der Todesstoß versetzt worden ist. Deutsche und Italiener kämpfen mit uns. Aber, meine Brüder, wir erflehen von unserem Herrgott, dass wir es allein sind, die diese Kommunisten vernichten. Sie haben unseren König gestürzt, aber wir werden ihm seinen Thron zurückerobern und Tito und sein ganzes Pack zerstampfen. Und so werden wir alle Feinde unseres Vaterlandes vernichten. Denn Gottes Segen und das Kriegsglück werden auf unserer Seite sein in diesem Kampf. Und die Partisanen! In Slowenien. Gauba, Gauba. Neue Medikamente für unsere Typhuskranken. Gauba, schwere Kämpfe mit den Feinden unserer Republik. Zwei neue Brigaden aufgestellt. Gauba, Gauba. Neue Medikamente für unsere Typhuskranken. Gauba, Gauba. Zwei neue Brücken in Slowenien. Schwere Kämpfe mit den Feinden unserer Republik. Gauba, Gauba. Neue Medikamente. Stück dich!
Batterie nach vorn! Regiment Höhe 1100 rechts liegen lassen. Links vorbeistoßen. Panzermarsch! Zweites Regiment Höhe 1100 rechts liegen lassen. Links vorbeistoßen. Zweites Regiment Höhe 1100 rechts liegen lassen. Zurückverlegen. Die Panzer wollen uns überrollen. Versuch sie mit deinen Geschützen aufzuhalten. Verstanden, Ivan. Soweit es hier an uns liegt, wird jeder Meter gehalten. Der Angriff kommt genau auf unsere Stellung zu. Allgemeine Schussrichtung, die anrückenden Panzer! Feuer! Bitte den General persönlich. Ihr Oberst Grenzer. Nein, noch nicht, Herr General. Die Verteidigung ist sehr stark. Die Entscheidung wird heute wahrscheinlich nicht mehr zu erzwingen sein, aber spätestens morgen früh breche ich durch. Danke, Ende. Verstanden. Wir sollen uns absetzen und sollen versuchen, möglichst bis nach Biatch durchzukommen. Das heißt, die Deutschen sind irgendwo durchgebrochen. Und sie wollen uns einschließen. Das fürchte ich auch. Hallo? Gib mir Martin, schnell. Martin? Ich hatte gerade einen Anruf vom Kommandeur. Wir sollen uns sofort zurückziehen. Wir sollen einfach abhauen. Wir ziehen uns nach Biatch zurück. Nein, Biatch ist voll von Verwundeten. Das lehne ich ab. Ich lasse weiterschießen und du machst einen Gegenangriff. Du tust, was befohlen ist, verstanden? Diesen Befehl führe ich nicht aus. Martin! Hey, Martin, was ist denn? Ich muss Martin dazu bringen, dass er den Befehl ausführt. Bereite alles für den Rückzug vor. Ich gebe den Befehl an die Zugführer weiter. Ich kann nicht mehr laufen. Ich bringe dich zu den Ärzten. Die machen dich gesund. Trag mich ins Lazarett. Ganz ruhig. Hugo. 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 Warum sagst du nichts? Rede doch. Hugo. Ich bringe dich zu den Ärzten. Ich versuche, zu Martin durchzukommen. Wir müssen uns zurückziehen. Hugo, da kann man dir doch helfen.
können den Feind nicht in einer offenen Feldschlacht stellen. Er wird uns in wenigen Tagen überrennen. Wie ihr wisst, sind die anderen uns weit überlegen. Zahlenmäßig und in der Ausrüstung. Wir haben in den vergangenen Tagen schwere Verluste gehabt. Und zu den vielen Verwundeten und Gefallenen kommen noch die Ausfälle durch Typhus. Deshalb müssen wir das vom Feind noch nicht besetzte Gebiet räumen. Wir wollen versuchen, die Bevölkerung und unsere Verwundeten über die Neretva zu bringen. Und weiter nach außen ziehen. Du solltest lieber sagen, wir verdrücken uns. Die feige Hunde klemmen wir den Schwanz ein und ab. Wer 4000 Verwundete rettet, der zieht sich zurück. Der drückt sich nicht, haut nicht ab. Der haut nicht ab. Aber er hat die Hände gebunden. Beweglich sein, das war bisher immer das Wichtigste für uns. Und was tun wir jetzt? Wir schleppen Verwundete und Typhuskranke mit uns herum. Aber Duca, du weißt genau, was den Verwundeten passiert, wenn wir sie zurücklassen. Es ist nicht richtig, wenn wir alles aufs Spiel setzen, was wir bis jetzt erreicht haben, nur um den Verwundeten und Kranken zu helfen. Was hast du darauf zu sagen? Das Risiko müssen wir eingehen, Genosse Duca. Verstehst du? Wir wollen nicht die Freiheit auf Kosten der Verwundeten. Ach, werd doch nicht sentimental, damit machst du bloß alles kaputt. Frag doch die Verwundeten, für was sie sich entscheiden. Für die Revolution oder für ihr Leben? Sie würden uns sagen, dass die Revolution wichtiger ist. Und deshalb nehmen wir sie mit uns, und zwar so lange, bis sie in Sicherheit sind. Ich verstehe dich nicht. Wie kann jemand anders denken? Stole informiert euch über alle wichtigen Einzelheiten. Bitte, Stole. Genossen, folgende Befehle aus Titos Hauptquartier. Meine Division, die selbstständige Brigade von Ivan, stellen die Sturmabteilungen, die unsere Flanken decken. Unser Ziel ist die Eroberung und Besetzung von Prosa. Stevo, du führst die Kolonne der Verwundeten und Zivilisten und schützt sie mit deinen Leuten. Hab verstanden. Lado. Lado, wach auf! Das betrifft deine Feuerwerke. Du jagst mit deinen Leuten alle Straßen und Wege in die Luft, die aus Biatch hinausführen. Wir müssen die Deutschen aufhalten. Geht in Ordnung. Verstanden. Und du, Martin, musst so schnell wie möglich deine Artillerie abziehen. Genossen, wir werden uns wieder ein Gebiet schaffen, in dem wir frei leben können, am anderen Ufer der Neretva. Ich danke euch. Dr. Maria! Beeilt euch, die Deutschen warten nicht, bis ihr hier weg seid. Kommandier nicht so mit den Leuten herum. Hier sind keine Rekruten, sondern Schwerverwundete. Ruf den Chefarzt her. Wie lang dauert denn das? Ihr solltet längst weg sein. Genosse, wir tun unser Möglichstes. Bevor es Nacht wird, muss die Stadt geräumt sein. Wir versuchen, also beeilt euch. Ja, ja. Hilf mir, Genosse Kommandant! Genosse Kommandant, du musst ihnen befehlen, dass sie mich losbinden. Ich bin nicht verrückt. Genosse Kommandant, gib der Ärztin Maria den Befehl, dass sie mir die Kugel aus dem Kopf operiert. Ich will wieder zu meinem Regiment. Halt! Ich will wieder zu meinem Regiment! Binde mich los! Bosco, sei vernünftig, beruhige dich. Sie operieren es dich, wird sobald geholfen. Sie ja, ja. Danke. Du bist wieder unser Kommandant und reitest auf deinem Schimm. Ja, das wird schön. Einverstanden? Und dann befehle ich, dass eine neue Offensive anfängt. Verdammt, hast du ein Gewicht. Hätten sie mir die Beine nicht abgeschossen, wäre ich noch viel schwerer. Oder stimmt's nicht? Torres? Wir kommen ja schon. Setz ihn hier auf den Wagen. So. Da, dein Harmonika. Sobald wir ein Quartier haben, spiele ich nur für dich. Mach's gut. Danke, Mann. Oh. Fahrt endlich los! Lass, ich mach das schon. Wie lange braucht ihr noch? Alles fertig. Geht in Deckung.
Genosse Naso, wir müssten jetzt fahren. Ich bin soweit, Genosse Stohle. Ich habe alles für die Abreise vorbereitet. Wir brauchen nur diese Koffer mitzunehmen. Und die Bücher. Darf ich dir den Genossen Sika vorstellen? Er wird sich um dich kümmern. Eine Kuh haben wir auch, damit du immer frische Milch hast. Für die Dauer der Gegenoffensive gehörst du zur Lazarettkolonne. Danke, Stohle. Woher, Sika? Aus Kovacik, in der Umgebung von Kosma, in der Schumadia. Sei bitte so freundlich. Trage mir die Koffer und die Bücher. Diese Bücher dürfen wir nicht verlieren. Warum muss ich mich im Krieg mit einem Stapel Bücher abschleppen? Das verstehe ich nicht. Das will ich dir sagen, Sika. Alle diese Bücher sind in unserer Muttersprache geschrieben. In meiner und in deiner, von Schriftstellern, die wir in Jugoslawien nicht vergessen dürfen. Es sind auch Gedichte dabei, die ich geschrieben habe. Wir müssen diese Bücher über den Krieg hinweg retten. Ich habe ja nichts gegen deine Bücher oder Schriftsteller, das darfst du mir glauben. Aber ich bin nicht Partisan, um Kühe zu hüten und Bücher zu tragen. Sika, was soll das? Du bist für den Genossen und seine Bücher verantwortlich. Jawohl. Wir müssen auch unsere Sprache und unsere Dichter lieben. Was du dafür tust, ist genauso wichtig wie das an der Front. Jawohl, Genosse. Oh, unser gutes altes Haus. Wer weiß, ob wir überhaupt wieder zurückkommen. Nein, nicht. Es hilft doch nichts. Beruhige dich. Eines Tages kommen wir zurück. Wohl nicht dafür. Warum stehst du mitten auf der Rollbahn? Was ist mit dir los? Du musst mir helfen, Genosse. Ich schleppe mich schon seit über 2 Wochen mit diesen Kindern herum. Du musst sie bei dir mitfahren lassen. Ich habe keinen Platz mehr. Verschwinde! Aber Jordan, nimm sie doch mit, bis sie sich ausgeruht haben. Wo soll ich die beiden unterbringen? Wir haben wirklich keinen Platz. Doch, ein Platz ist jetzt frei. Der MG-Schütze ist gestorben. Welcher MG-Schütze?
Der mit dem Kopfschuss. Der Hellblonde? Ja. Lieber an, Bill hilft da nichts mehr. Lass, ich nehme ihn. Komm, Kinder. Setzt euch da unten hin. Den Divisionsstab an. Volltreffer. Verdammt. Sofort alle Geschützführer zu mir. Kümmere dich um die Verwundeten. Unser Oberleutnant ist gefallen. Übernimm du das Kommando. Jawohl, Kommando übernehmen. Die Verwundeten auf die Wagen. Die Gefallenen auf die Seite. Wir müssen noch heute Nacht vor Prosor sein. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Die Straßen in den Bergen sind schon verschneit. Zum Abmarsch sammeln! Erste Batterie hört auf mein Kommando! Adjutant zu mir! Hallo. Wo ist euer Kommandant? Da kommt er. Guten Tag, Stole. Tag, Ivan. Haben die Flieger euch auch behagt? Nein. Sie haben uns überflogen. Ruf deine Kompanieführer zum Befehlsempfang zu. Sofort. Alle Kompanieführer her zu mir! Ivan! Ivan! Ivan, wie geht es dir? Ich bin zufrieden. Novak ist ja auch hier. Komm, steh auf, sei nicht so faul. Deine Schwester ist da. Bevor es losgegangen ist, habe ich noch schnell unsere Fotos geholt. Sie waren noch ganz feucht. Hier. Eins ist für mich. Und das hier kriegt Buko. Wir sind richtig hübsche Geschwister, was? Gib mir auch das Foto für Buko. Ich sehe ihn bestimmt früher als du. Er ist noch drüben bei den anderen. Er wird bald hier sein. Willst du was essen? Na klar. Genossen, wir müssen jetzt gemeinsam einen Entschluss fassen, der bestimmt nicht leicht ist. Wir haben mit unserer Artillerie keine Funkverbindung mehr. Die Frage ist, sollen wir trotzdem heute Abend Prosor angreifen, wie es geplant war?
Ich glaube, es bleibt uns nichts anderes übrig. Wir dürfen keinen Augenblick verlieren und müssen angreifen. Nur wenn wir sofort losschlagen, gelingt es uns, die Italiener und die Deutschen zu überraschen und an die Neretva zu kommen. Ich bin auch deiner Auffassung. Wir müssen den Fluss so schnell wie möglich überschreiten. Ein Überraschungsangriff bringt uns jetzt viel weiter als der Einsatz der Artillerie. Ich bin der gleichen Meinung. Also greifen wir an. Und zwar erfolgt der Angriff auf die Stadt von allen Seiten. Nehmt eure Karten vor und zeichnet euch ein, wo eure Einheiten eingesetzt werden. Du bringst mir nachher meine Karte wieder. Ja. Ob mit oder ohne Karte, wenn's losgeht, läuft sowieso alles anders. Na, seid ihr fertig? Habt ihr alles eingetragen? Alles antreten! Hinterzug, her zu mir! Wir rücken in 15 Minuten ab! Beeilt euch! Tempo, Tempo! Ich hab schneller gesehen! Komm, ihr auch noch zu tun! Stiepe! Ja? Wann geht's denn los? Wenn es knallt! Beeilt euch! Geht das nicht etwas schneller? Setzen wir uns. Wir wollen so tun, für ein oder zwei Minuten nur, als wären wir allein. Wir werden es gar nicht glauben, wenn wir mal wieder Zeit für uns haben. Wenn es vorbei ist, dass man immer nur wieder voneinander Abschied nimmt. Gehen, Danitze. Auf Wiedersehen. Ich habe hier persönlich den Verteidigungsplan für diesen Frontabschnitt aufgestellt. Lieber General, wenn es nötig sein sollte, halten wir diese Stadt, bis der Krieg vorbei ist und noch länger. Aber bitte, bitte, warum zerbrechen Sie sich denn unseretwegen den Kopf? Befehlen Sie lieber Ihren Divisionen den Angriff. Ich wiederhole, wir halten uns hier bis in alle Ewigkeit. Und wenn wir noch so lange auf Ihre Panzer warten müssen. Aber nein, nein, Generale. Sie sollen doch nur stehen bleiben. Sie, Generale. Auf Sie kommt es doch jetzt an. Danke. Auf Wiedersehen, General. Auf Wiedersehen. Arrivederci. Major. Gefechtsbereitschaft. Die Partisanen greifen an. Wir werden diese Bastarde gebührend empfangen. Jawohl, Herr General. Hier ist der Befehlsstand, General Morelli. Ich höre. Gefechtsbereitschaft. Bereitschaft. Secondo plotone di stanzi sulla sinistra dello schieramento. Zweite Batterie feuerbereit. Danke, Capitano.
alle her! Seht euch das an! Sie haben mit dem Angriff auf Prosor angefangen! Wir greifen Prosor an. Endlich geht's los! Genosse, was sagst du jetzt? Unser Angriff auf Prosor beginnt! Es hat sich doch vieles geändert. Auch in der Kriegsführung. Früher hat die Kavallerie den Angriff begonnen. Und heute, Genosse Jorah? Kavallerie gibt's nicht mehr, Genosse Dichter. Heute entscheiden Bomben und Panzer einen Krieg. Jetzt stehen sie dicht vor der Stadt. Feuert! Schießt alles kaputt! Ihr sollt alles kaputt schießen! Selbstverständlich wollen wir nach Prosor. Ihr könnt nicht nach Prosor. Wir sind nicht reingekommen. Nicht reingekommen? Ihr macht mir Spaß. Prosor nicht erobert. Ihr solltet euch schämen. Genosse Doktor, wir haben Verwundete. Jordan, die Verwundeten hierher bringen! Los, beeilt euch! Kommt her! Die Verwundeten hierher zu mir! Los, beeilt euch! Maria, du kümmerst dich um sie. Renata, hilf mit! Die Schwerverwundeten, weiter nach hinten! Weiter, weiter! Hier rüber! Kommt, kommt, nicht den Anschluss verlieren! Vielleicht Verwundeten dahin! Ich habe einen Streifschuss und dabei habe ich noch Glück gehabt. Es hätte schlimmer kommen können. Seid vorsichtig am Tragen. Verbände, Medikamente im dritten Wagen. Nicht verschaukeln mit der Trage. Was sollen wir jetzt tun, Martin? Ich weiß nichts. Ivan und Stole hätten ohne Artillerieunterstützung nicht angreifen sollen. Batterie! Nachziehen! Hier! Vi siete comportati molto bene. Morgen, Soldaten! Kamerati, ich bin mit euch zufrieden. Ihr habt gesiegt.
Ihr habt den Partisanen bei Prosor eine schwere Niederlage beigebracht. Können wir jetzt nach Hause, Herr General? Wer war das? Ich. Mein Lieber, darüber werden wir uns später unterhalten. Ab sofort wird die allgemeine Urlaubssperre für Frontsoldaten aufgehoben. Wir haben den Versuch des Feindes erfolgreich verhindert, die Neretva zu überqueren. Jetzt werden wir gemeinsam mit unseren deutschen Kameraden die Reste der Partisanenverbände völlig vernichten. Und wenn uns das gelungen ist, dann geht es nach Hause. Und nicht nur für einen Urlaub. Das verspreche ich euch. Signor Capitano. Und etwas? Mach, dass du verschwindest. Auch nicht dauernd wie ein Hund hinter mir her. Ich möchte nicht, dass dauernd jemand um mich herumläuft. Hau ab! Sonst lasse ich dich zu einer anderen Einheit versetzen. Du sollst verschwinden. Mir kann niemand helfen, verstehst du? Auch du nicht. Ich muss selbst damit fertig werden. Nun geh schon. Wie Sie wollen. Capitano? Guten Tag, Genossen. Guten Tag. Ihr hättet nicht ohne eure Artillerie angreifen sollen. Dass sie gefehlt hat, hat uns viel gekostet. Am meisten die Verwundeten. Wir müssen versuchen, einen anderen Weg zu finden. Ich denke, wenn wir... Jetzt wird nicht mehr gedacht. Jetzt gibt es nur noch diesen einen Befehl. Ihr habt ihn schriftlich. Alles Weitere werde ich mit den anderen Kommandanten besprechen. Ich wünsche euch Glück. Wiedersehen. Diesen Befehl sollen alle Genossen selber lesen. Prosor muss heute Nacht fallen, Tito. Vor allem die Rollbahn. Nein, das ist nicht nötig. Die Panzer zur Stadtmitte. Feuer!
bist es, Nikola. Was ist denn? Warum zitterst du? Hast du etwa Angst? Scheiß dir nicht in die Hosen. Hey, los, komm mit. Ich befehle es, ich befehle es. Hey, weg da! Warum verbindest du ihn? Soll er doch krepieren, wenn er nicht mehr kämpfen kann? Vermittlung? Geben Sie mir sofort General Loring. Ja, Loring, es ist wichtig. Wo ist er denn? Er schläft? Melden Sie ihm, wir haben schwere Straßenkämpfe. Wegnehmen und ihn zurück ins Lazarett bringen. Ich gebe mein Gewehr nicht her! Und ich lasse mir von keinem mehr die Hände fesseln! Und ich mache jeden von euch fertig, der mir zu nahe kommt! Juka, was ist hier los? Bosco hat sich einen MP geschnappt. Dieser Idiot bringt uns noch alle um. Gib mir Feuerschutz. Kommandant! Was machst du da hinten? Komm doch her! Warum versteckt sich unser Kommandant? Komm! Ja, ich komm! Bosco hat vor niemand Angst. Mit einem Feuerstoß habe ich alle umgelegt, im Namen der Freiheit. Du bist der Tapferste von uns. Komm, gib mir die Hand. Nein, nicht! Ich habe dir verboten, Waffen anzufassen. Lass mich los! Ich muss Krieg führen! Krieg für die Freiheit! Corri! Corri, Wackerbau! Und was machen wir jetzt, Capitano? Komm, wir hauen jetzt ab. Wohin? Ich gehe dahin zurück, wo wir hergekommen sind. Zurück nach Prosso. Nach Prosso? Aber Capitano, ich will doch wieder nach Italien. Ich will wieder nach Hause. Die Partisanen bringen uns wer weiß wohin. Aber auf keinen Fall nach Hause. Dieser ganze Krieg kann auch mir gestohlen bleiben. Capitano, lassen Sie mich bitte nicht allein hier. Ich will dich ja nicht allein lassen, du kannst mitkommen. Aber wenn du hier bleibst, dann viel Glück. Genossen, wir haben Prosso genommen. Der Weg zum Ufer der Neretva liegt jetzt vor uns. Ja! Hier absetzen. Hier ist noch Platz. Danica! Hey! Suchst du Novak?
Den kannst du noch finden. Der lebt ja noch. Aber ob du meinen besten Freund Vuko auch findest, den tapfersten von allen, du wirst ihn nicht finden, weil er tot ist. Das ist nicht wahr, Bosco. Du lügst. Bosco hat noch nie gelogen. Vuko ist neben seinem MG gefallen. Das ist nicht wahr. Woher willst du das wissen? Dann geh doch zu Novak und frag ihn. Er war dabei, als Vuko gefallen ist. Nein, Bosco, das kann nicht wahr sein. Du Lügner. Lügner. Das ist nicht wahr. Vuko. Vuko. Er ist gefallen. Hier versteckt, hä? Du hast wohl einen Vogel. Die anderen glauben, dass man dich abgeschossen hat. Ich lebe und zwar nicht schlecht. Hier, nimm dir auch was. Sau, friss! Wir haben Wichtigeres zu tun. Komm schon. Wir müssen so schnell wie möglich zur Nähe etwa. Na los, steh endlich auf. Ich feiere die Eroberung von Rosso. Da wirst du doch wohl mittrinken. Hier. Du, Novak, ich habe richtig Angst um dich gehabt. Unkraut, das geht nicht. Hier. Echter Chianti. Ja. 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 So. Danke. Hier für dich. Danke. Danke. Los, geht runter, da ist alles da. Da unten findet ihr, was ihr wollt. Passt auf. Schnell, bevor andere davon hören. Novak! Ja? Betrunken! Verschwinde. Aber schleunigst. Jawohl, Genosse Kommandeur. Jawohl, verschwinden. Das war brav, das war stimmt. Ja, wie lange habe ich dich nicht gesehen? Woher kennst du mich denn? Wir sind doch zusammen in die Schule gegangen. Nette Jungs sind das. Und so lustig. Das war brav, das Cooper hat du jemone, passe le acqua poginemo. Das war brav, das... Du hast mir verschwiegen, dass Vuko gefallen ist. Warum hast du mir das nicht gesagt? Ich wollte nicht, dass du... Dass, Thank you.
Tanzen wir auch, Novak? Gehen wir. Komm, Stipe. Ich mag nicht. Nimm dich doch zusammen. Komm mit. Tanz mit mir, Genosse Kommandant. Tanz dir. Ich gehe schon. Aber dann lässt du mich wieder tanzen. Rustem. Ja, dann wirst du wieder tanzen, so viel du willst. Ja, Typhus. Bring ihn sofort zur Behandlung ins Lazarett. Er braucht unbedingt eine Spritze. Jawohl. Bis nachher, Stole. Bis nachher. Aufhängen! Hier rüber. Genosse Kommandant, die beiden habe ich eben aufgegriffen. Den Hauptmann und diesen Faschisten. Ich? Ich bin nie Faschist gewesen. Ich bin ein armer Kerl, ein hungriger Teufel. Du bist ein Faschist. Und du bist Offizier. Wie viele Partisanen hast du ermordet? Capitano, sagen Sie, dass wir keine Faschisten sind. Sie werden uns umbringen. Sie werden uns beide aufhängen. Sagen Sie doch was, Capitano. Geben Sie zu, dass Sie auf uns geschossen haben. Ja, ich habe auf euch geschossen. Aber jetzt bin ich freiwillig zu euch gekommen. Ich bin nicht gefangen genommen worden. Sie haben auf uns geschossen. Und Sie sind ein Faschist wie alle anderen. Ihr behauptet doch immer, dass ihr schon auf den ersten Blick erkennt, wer Freund oder Feind ist. Ich bin zu euch gekommen, weil ich mit euch kämpfen will für ein Italien, das nicht faschistisch ist. Wenn ihr mich wollt, werde ich mich für eure Sache einsetzen und für sie kämpfen. Ich musste faschistischer Offizier werden, gegen meine Überzeugung. Auf den heutigen Tag habe ich lange gewartet. Vielleicht stimmt es, was ihr behauptet. Ich bin dafür, dass wir ihm eine Chance geben. Ich kann ihn in meiner Einheit nicht brauchen. Nimm du ihn. Sie sind Artillerist? Haben Sie Ihre eigene Batterie gehabt? Ja. Wie heißen Sie? Michele Rossi. Was für Geschütze hatten Sie? Mit welchen Kalibern kennen Sie sich am besten aus? Wir hatten leichte Feldgeschütze in unserem Regiment. Ich nehme Ihnen meine Division. Da ist er am besten einzusetzen. Na gut. Und du gibst dem Hauptmann seinen Mantel und Schuhe zurück. Muss ich das wirklich? Ich habe seit 3 Monaten nichts Richtiges mehr am Fuß gehabt. Du tust, was ich gesagt habe. Jawohl. Wir wollen sehen, wie Sie sich verhalten, wenn Sie Ihren Landsleuten im Kampf gegenüberstehen. Ihr werdet es nicht bereuen. Danke.
Florenz? Aus Rom? Aus Parma. Aha. Und dein Beruf? Ingenieur. Und du? Ich? Ich bin am Theater. Schauspielerin. In Dalmatien. Das glaube ich. Du bist sehr schön. Und du bist ein echter Italiener. Alle Italiener sind Casanovas. Nein, nein, nein. Ich bin bestimmt keiner. Nein, nein. Ich kann dir auch sagen, warum nicht. Ich bin verheiratet. Und ich bin auch verheiratet. Ziemlich lange schon. Und ich habe einen kleinen Buben. 4 Jahre ist er jetzt alt. Verbände nähern sich in Eilmärschen Jablanica. Wir haben sie mit unserer Nachhut abgeschnitten. Ich muss Sie bitten, die Flanke der feindlichen Verbände im Raum Konjez mit allen Kräften anzugreifen. Selbstverständlich sofort. Aber nein, Morelli, ist doch kein Grund zur Aufregung. Beruhigen Sie sich doch bitte. Es geht ja gar nicht nach Jablanica. Er geht mit allen Kräften auf mich. Nach Konjez, direkt auf mich zu. Er will hier einen Brückenkopf bilden und seine Verwundeten über die Neretva bringen. Aber ich muss Ihnen noch etwas sagen. Morelli, der Plan Weiß ist in all seinen Teilen nicht mehr durchführbar. Sie müssen Jablanica selber verteidigen. Ich kann Ihnen nicht helfen. Jedenfalls nicht im Augenblick. Aber immer mit der Ruhe, keine Aufregung, wie gesagt. Ende. Richtung! General Loring! Marsch! General Loring! Und weiß, wo das italienische Munitionslager ist. Wir haben schon ein Geschütz in Stellung gebracht. Ausgezeichnet. Kommt. Ivan! Ivan, da ist der Capitano! Novak, Danica, sorgt dafür, dass alle in Deckung gehen. Beeilt euch! Ja, Ivan, komm! Capitano, wir müssen versuchen, das Munitionsdepot zu treffen. Kommen Sie her! Das geht nicht. Das kann ich nicht und das will ich nicht. Landsleute kämpfe ich nicht. Das könnt ihr nicht von mir verlangen. Sie werden tun, was ich befehle. Und zwar sofort. Wir wollen doch mal sehen, ob sie es nicht doch tun. Sie! Hauen Sie ab! Ivan, was ist los? Wir müssen versuchen, in die Schießscharte dieser Kasematte zu treffen. Dort liegt Ihre Munition. Gut. Das kriegen wir hin. Ivan, Granate. Thank you.
du, Kommandant? Ein richtiger General. Unbeschädigt und fast neu. Die Toten würden hier nicht rumliegen, wenn sie die Stadt früher übergeben hätten. Gib dem Kommando durch, dass wir den Befehlshaber der italienischen Besatzung gefangen haben. Warum haben Sie die Stadt nicht aufgegeben, General? Dann würden so viele Menschen noch leben. Und Sie wären frei. Ich stehe im Rang eines Generals. Wäre das Munitionsdepot nicht in die Luft geflogen, hätten Sie mich nie gefangen. Ich weiß, was mich jetzt erwartet. Sie irren sich. Wir werden Sie nicht liquidieren. Wie alle Gefangenen werden Sie uns helfen, unsere Verwundeten auf den Schultern zu tragen. Ich bin kommandierender General und kein Gepäckträger. Wenn ich einen Ihrer Offiziere geschnappt hätte, wäre er füsiliert worden. Ich fordere für mich das Gleiche. Ich verlange, erschossen zu werden. Novak, du bist mir für ihn verantwortlich. Sie bleiben am Leben, General. Ihr Heldentod findet nicht statt. Jawohl, Kommandant. Herr General? Bravo. Du übernimmst den anderen, sperre ihn ein. Zu Befehl. Los, rein. Geben Sie mir Ihren Mantel. Sie sollen mir den Mantel geben. Den kriegt einer von uns. Danke, Herr General. Drago! Komm mal her. Ich habe ein hübsches Geschenk für dich. Kriegst du als Entschädigung, weil du dem Hauptmann die Schuhe zurückgeben musstest. Er ist etwas zu groß. Ach, lass ihn kürzer machen, sonst fällst du auf die Nase. Schnauze und sich dann einfach verdrücken. Also, jetzt hat er ja, was er wollte. Das ist Ihre letzte Chance. Die einzige Tür, die Ihnen noch offen geblieben ist. Weil Sie bei Conn jetzt kein Glück gehabt haben, will Tito hier bei Jablanica über die Brücke. Das zeigen die Bilder ganz deutlich. Ja, und somit, meine Herren, werden wir bei der letzten Etappe unserer Operation angelangt. Der Gegner muss hier bei Jablanica vernichtet werden. Wir drücken ihn mit dem Rücken gegen die Neretva und lassen keinen einzigen Mann über die Brücke. Hier. Alle Einheiten der Chetniks drehen sofort ab und gehen hier in Richtung Neretva. Herr General, rein strategisch gesehen ist Ihr Plan geradezu perfekt. Aber wenn Sie mir erlauben, so möchte ich bemerken, dass ich in dieser Gegend außerordentlich gut Bescheid weiß. Ich kenne die Menschen, die hier Ihre Feinde sind. Ich hoffe, Sie missverstehen mich nicht. Nein, nein, bitte sprechen Sie ruhig weiter, ich höre schon. Der Typhus hat die Partisanen dezimiert. Sie sind ausgehungert, körperlich und seelisch fertig. Es ist klar, dass Sie das nicht mehr lange aushalten. Und deshalb mein Plan. Wir lassen Sie im eigenen Saft schmoren. Sie kommen nicht weiter, Sie zerstreiten sich, weil Sie Ihre Verwundeten und die Typhuskranken auf dem Hals haben. Solange Sie bedroht sind und kämpfen müssen, halten Sie noch Disziplin.
Aber wenn wir sie sich selbst überlassen, bleibt von ihren großen Ideen nichts mehr übrig. Sie schildern da eine Entwicklung, die mir nicht schlecht gefällt, aber leider haben wir keine Zeit für diese Entwicklung. Das Führerhauptquartier drängt auf eine sofortige Entscheidung. Wir greifen also an, und zwar sofort. Wir lassen Ihnen keine Zeit, nicht eine einzige Stunde. Ich bin Zivilist, nur ein Politiker. Und wenn es darauf ankommt, hoffentlich auch ein guter Soldat, nicht wahr? Also das hier... Und das... Und das... Das sind die Angriffsrichtungen. Der Nachfrage, Herr General. Nein, besonders warm ist mir nicht. Verstehe. Mir gefällt der Platz auch nicht. Aber ich bin froh, dass ich Sie überhaupt erwischt habe. Jetzt zwinge ich Sie zur Entscheidung. Jetzt und hier. Jawohl, Herr General. Ende. Sie haben mitgehört, meine Herren. Unsere Vorausabteilung hat die Partisanenverbände soeben gestellt. Der Widerstand verstärkt sich. Das bedeutet für uns, alles nach vorn. Sie übernehmen die Spitze. Ja, ich weiß, was Sie sagen wollen. Schnee, Eis, Sturm. Haben Sie ein Glück, dass es nicht scheiße regnet? Das Skalpell. Nada, was hast du? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Es ist mir heiß. Und dann friere ich. Es brennt wie Feuer. Nada. Nada.
Kind. Los. Schneidet ihr die Haare ab. Nein, nein, nicht. Lasst mir mein Bein. Amico, sei vorsichtig. Schneid dir nicht alles Haar ab. Hab Mitleid mit dir. Ja. Haubitzen liegen schon wieder zu weit links. Sagen Sie den Idioten, sie sollen endlich ihr Kommando korrigieren. Haubitzenbatterie 100 links. Feldwebel Pratzke, vom befehlshabenden General. Wärmen Sie sich an der Feldküche ein bisschen auf. Bei Ihnen in Konjens ist wahrscheinlich gemütlicher, hm? Weiß Gott, Herr Oberst. Wie viele haben wir? 100 EK1, 500 EK2. Der General hat wieder die Spendierhosen an. Ist der Stoßtrupp zusammengestellt? Jawohl, Herr Oberst. Feuer! Erlauben Sie, Herr Oberst. Ich möchte um Erlaubnis bitten, den Stoßtrupp übernehmen zu dürfen. Feuer! Zu früh. Herr Oberst. Endlich sind sie drin! Gib doch zu, dass du es gewusst hast. Jetzt wünsche ich mir noch mehr, dass der Krieg bald vorbei ist. Und wir für uns Zeit haben. Behalt du ihn.
mal sagen, was ihr da macht? Was habt ihr eigentlich vor? Was machen deine Männer da oben auf der Brücke? Antworte! Das siehst du ja. Genau das, was uns befohlen worden ist. Vlado, das kann doch unmöglich stimmen. Was wollt ihr auf der Brücke? Sie soll gesprengt werden. Gesprengt? Ja, Ivan. Mit Dynamit. Hör zu, Vlado. Diese Brücke ist der einzige Rückzugsweg, der uns noch offen steht. Und den willst du uns jetzt abschneiden. Ja. Du hast mich verstanden, Ivan. In wenigen Augenblicken fliegt die Brücke in die Luft. Was du nicht sagst. Und was sollen wir tun, wenn die Brücke in die Luft geflogen ist, hä? Etwa hier Fische fangen, hä? Und drauf warten, bis die Deutschen kommen und uns zusammenschießen. Ich habe einen Befehl und den führe ich aus. Alles andere ist mir egal. Wer hat das befohlen? Ich glaube dir. Aber ich muss mich erst davon überzeugen. Zeig mir den schriftlichen Befehl des Hauptquartiers. Wo ist er? Novak. Was willst du? Typhus. Er hat Typhus. Er fantasiert. Er ist krank. Typhus. Ich glaube nicht, dass er Typhus hat. Er hat Typhus. Das ist nicht wahr. Schaff ihn weg. Weg. Ich habe keinen Typhus. Ich bin noch völlig klar im Kopf. Verschwindet oder ich lege euch um. Ich habe keinen Typhus. Ivan, Novak, geht zurück. Man hat mir befohlen, die Brücke zu sprengen. Diesen Befehl führe ich aus. Verschwindet. Wer nicht geht, muss dran glauben. Na, jetzt mal. Zurück. Zurück mit euch. Was macht ihr hier? Vlado, bist du fertig? Es ist alles vorbereitet. Wie lange dauert die Sprengung? 2 Minuten. Also fangt an. Mein Kommando! Folgen! Ich begreife nicht, warum die Brücke gesprengt werden soll. Warum haben wir unsere Verwundeten und Kranken 300 Kilometer auf den Schultern getragen, wenn wir uns dort den Rückzug abschneiden? Das möchte ich gern wissen. Erklär uns das. Das Ganze ist eine Operation aus taktischen Gründen. Die Deutschen bedrohen Ishtip und gefährden unsere Verwundeten. Südlich der Neretva kommen die Tschetniks. Wenn wir nicht aufpassen, kommen wir zwischen zwei Feuer. Ivan, so ist es befohlen. Ihr weicht nach Ishtip aus und die Nachhut deckt euch den Rücken. Geh. Macht euch wieder fertig. Wir gehen zurück! Zurück, von wo wir gekommen sind! Das ist kein Material! In meine Marschrichtung ist Norden! Seid doch vernünftig. Geh bitte zurück. Geh mit den anderen. Alles ist deine Schuld. Der Teufel soll dich holen. Ich kann nichts dafür. Hier befehle ich und sonst niemand. Alle mir nach. Auch wenn du die Brücke in die Luft gejagt hast, das schadet nichts. Wir kommen trotzdem auf die andere Seite. Du wirst schon sehen. Wir schwimmen hinüber zum anderen Ufer. Kranke und Verwundete, mir nach. Genossen, halt über den Bleib doch stehen. Seid ihr wahnsinnig. Feuer. Wir schwimmen.
General die Abzüge. Ein Unglücksfall scheint ausgeschlossen. Also mit Absicht zerstört. Ich frage mich, aus welchen Gründen Sie sich die einzige Fluchtmöglichkeit, die Ihnen noch blieb, selbst in die Luft gesprengt haben. Was meinen Sie dazu? Es gibt keine andere Schlussfolgerung. Tito muss wieder nach Norden zurückgegangen sein. Geben Sie an alle Gefechtsstände durch. Konzentration auf bisherige Ziele aufgehoben. Neue Richtung für alle Truppen nach Norden. Über Jablanica hinaus. Detaillierte Einsatzpläne folgen und im Grenzer richten sie aus. Heute ist seine große Stunde. Tito wird ihm direkt in die Arme laufen. Yeah!
Mannschaft. Jawohl, Capitano. Alter, du bist so. Da bist du steil. Feuer! Sind Sie dran. Drittes und viertes Bataillon fertig machen. Klar? Holzhausen! Ihre Jäger nach vorn. Gestanden. Ihre Panzer. Ich brauche Ihre Panzer. Das ist mir scheißegal. Glauben Sie vielleicht, wir haben hier keinen Schnee? Major Reinhardt, wenn Ihre Panzer nicht in 10 Minuten hier sind, komme ich persönlich zu Ihnen rüber und leg Sie um. Horst! Jetzt sind Sie dran. Wir kommen hier nicht weiter. Bringen Sie mir die Panzer. Ausgemacht, die uns angreifen wollen? Da vorn, an der Anhöhe. Da kommen sie. Nehmen sie sie unter Feuer. Verstanden. Tempo. Bring die Geschütze weiter oben in Stellung. Nehmen den Pferd. Der Vorspann!
evakuiert wird. Versuch sie abzulenken. Sie sollen singen. Irgendein Lied. Ja. Ja. Feuer! Nimm deine Harmonika. Spiel für uns. Unser Lied. Wir wollen singen. Wir wollen singen. Gott,
Bitte, Novak, sei vorsichtig. Pass besser auf dich auf. Bitte, Novak. Auch meinetwegen. Los jetzt! Thank you.
lasst sie nicht entkommen. Herr Oberst, General Loring. Oberst Krenzer. Ja, ich warte. Wir müssen sie zum Stehen bringen. Greifen Sie an mit allem, was Sie haben. Die wollen nämlich weiter nach Norden, nach Bosnien. Und das müssen Sie verhindern. Ich verlasse mich da auf Sie, Krenzer. Hören Sie mal, Krenzer, ich habe Ihnen das noch nie gesagt, aber Sie wissen es wahrscheinlich selber. Sie sind mein bester Mann. Und Ihre Division ist mein bester Verband. Krenzer! Reißen Sie Ihre Männer doch noch einmal nach vorn. Wenn Sie sich eingraben, haben Sie doch keine Chance. Gegenangriff! Gegenangriff! Krenzer! Ich lasse Sie doch nicht im Stich. Sie können sich auf mich verlassen. Ich schicke Ihnen die Gruppe Anaka und die Chetniks. Um Himmels Willen, warten Sie nicht, bis Sie da sind. Und greifen Sie an. Um alles in der Welt, greifen Sie an. Krenzer! Es sieht nämlich bei uns im Augenblick nur so aus, als sei die Lage schwierig. In Wirklichkeit sitzt Tito im Dreck. Jawohl, Herr General. Gegenangriff. Ende. Horst. Verzeihung. Schröder. Wir gehen zur Verteidigung über. Aber Herr Oberst, ich habe Sie nicht um Ihre Meinung gebeten, Hauptmann Schröder. Verteidigung. Eingraben, aufklären, Angriff der Partisanen abwarten. Bin ich verstanden worden, Hauptmann Schröder? Jawohl, Herr Oberst. Dann wiederholen Sie. Eingraben, aufklären, Partisanen abwarten. Und dieser Befehl wird ausgeführt. Hals und Beinbruch. Verzeih, Nasur. Aber ich will endlich an die Front. Vielen Dank, Chica. Und bleib gesund. Ich habe auch die Schnauze voll, immer nur den Bus zu fahren. Arrivederci. Wiedersehen, Mario. Was ist mit deinem Bus? Willst du den hier stehen lassen? Wenn ich los sage, schiebst du an, klar? Gut. Wohl, mein Freund. Du bist immer brav gefahren. Geht weiter! Was? Wieder zurück an die Neretva. Und zwar ohne jeden Aufenthalt. Nur noch pausenlose Anflüge auf das Gebiet um die Brücke können uns retten. Bravo, ihr habt den Ustaschi gezeigt, wer wir sind. Und jetzt die Chetniks am alten Friedhof aufhalten, bis unsere Brigaden hier sind. Verteilt euch und lasst sie nicht durch. Jawohl, du kannst dich darauf verlassen. Stiepe.
Sag Martin, dass Ivan die Chetniks frontal angreifen wird und ich von hinten. Feuert, was ihr könnt. Wir haben jetzt die einmalige Chance, alle Chetniks zu vernichten. Jawohl. Abrücken! Novak, fang auf! Ja. Dann jetzt. Bleib hier. Mitkommen! Ich möchte Novak gern helfen. Du brauchst ihm nicht zu helfen. Bleib hier. Du musst das verstehen. Los, los! Wir dürfen keine Zeit verlieren. Danica, nimm dir die Zeltmann mit. Sind die Chetniks, Danica? Hm? Sie kommen näher. Hör endlich auf zu essen. Komm jetzt. Verdammte Schweinerei, dass man immer beim Essen gestört wird. Das ist gar nicht gut für die Verdauung. Thank you.
Batterie! Feuer! Sie sind zu spät gekommen, zu spät. Es ist sinnlos, jetzt noch Widerstand zu leisten. Befehlen Sie den Rückzug. Befehlen Sie ihn. Wie soll ich das verstehen? Was ist los, Herr Senator? Plötzlich den Feldherrn? Oder haben Sie Angst? Ich habe keine Angst. Ich will nur verhindern, dass unsere Männer in einem sinnlosen Gemetzel geopfert werden. Sprechen Sie weiter. Hören Sie, Hauptmann. Wir haben jetzt keine Zeit zum Diskutieren. Wir müssen diesen Krieg gewinnen und nicht irgendeine Schlacht. Ist das klar? Kriege gewinnt man nur, wenn man ständig kämpft und dem Feind keine Zeit zum Atem holen lässt. Ach, was? Sollen sich doch die anderen verbluten. Und wir? Wir warten ab. Wir halten uns zurück. Und zwar bis zum entscheidenden Augenblick. Jetzt ist der Augenblick. Um uns selbst zu vernichten. Überlassen Sie das mir. Ich bin es, der hier befiehlt. Die Armee untersteht meinem Befehl. Und ich vertrete seine Majestät in der Regierung. Wer den Rückzug will, ist ein Verräter. Ich schieße jeden nieder, der sich mir in den Weg stellt. Pistole. Gib sie ihm. Kommandeur, im Namen des Königs und der Regierung fordere ich Sie auf, den Rückzug zu... Alle Offiziere, her zu mir. Zur Brücke. Jawohl. Stürmen gegen den alten Friedhof. Novak und seine Leute können ihn nicht mehr halten. Ihr müsst jetzt angreifen.
Wir sind noch nicht so weit. Aber, Genosse Kommandant, wenn ihr jetzt nicht angreift, krepieren sie alle! Pistole! Es geht noch nicht. Zuerst müssen die Chetniks völlig eingekreist sein. Aber sie verrecken wie die Hunde! Die Stellung halten! Es geht nicht anders. Geh jetzt. Jawohl. Wir sind eingekreist. Die Partisanen sind überall. Komm mit. Chetnik, alle her zu mir. Herkommen. Wir sind eingekreist. Verteidigt euch nach allen Seiten. Herkommen. Alle herkommen!
nicht die Nerven verlieren, die Kerle weit genug herankommen lassen. Fertig machen und werfen! Novak! 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 Sollen sie bezahlen? Ich schwör's dir. Norbert! Stiepe! Norbert! Stiepe! Hör auf damit, Stiepe! Stiepe! Hör auf damit! Aus dem Weg, Ivan! Geh! Stiepe! Geh weg! Ivan, geh weg! Stiepe! Weg mit dem MG! Weg damit! Bist du verrückt? Was gibt dir denn das Recht, auf Gefangene zu schießen? Ich verlange Disziplin! Weg! Du sollst wegtreten! Du meldest dich beim Kommando. Ja.
Was hast du? Macht dich das so fertig? Meine Geschütze liegen im Fluss. Soll ich da vielleicht lachen? Warum nicht? Wir gehen doch jetzt über die Neretva. Am anderen Ufer findest du wieder neue. Also vergiss das hier. Wir fangen neu an. Wir haben erreicht, was wir wollten. Freu dich doch. Freuen soll ich mich? Weißt du, richtig freuen kann man sich doch erst, wenn das Ganze hier vorbei ist und wir endlich wieder Ruhe haben. So ist's doch, nicht? Ich möchte den Dreck auch gern hinter mir haben. Über 3 Jahre schon mache ich alles kaputt, verbrenne, sprenge, lass nur Trümmer und Schutt hinter mir. Aber es wird doch mal wieder anders, da denke ich dran. An die Brücken, die ich bauen will. Und bis dahin Explosionen, Sprengladungen und Geschütze. Dann jag in die Luft, was noch übrig ist. Ja. Pioniere, kommt mit! Runter damit! Dass sie tot ist? Nein. Nein. Nada schläft nur. Sie schläft immer ganz tief. Du hast recht, du hast recht. Sie ist nur eingeschlafen. Bringt sie da rein. Hier ins Haus. Lass sie einen Augenblick so. Sie sieht wirklich aus, als wäre sie nicht tot. Thank you.
heißt du denn? Marco. Aha, deine Schwester? Mira. Schön. Soll ich dir verraten, wie sie zu dir sagen? Wie denn? Kanonen, Martin. Habe ich nicht gewusst. Aber jetzt hast du ja keine Kanonen mehr. Ja, das stimmt.